Kommen wir zu Platz Nummer 1. Viele werden mich jetzt haten, wegen dem ersten Platz, den ich jetzt erwähnen werde, weil eigentlich das nicht gerechtfertigt ist für viele, denke ich mal, aber ich werde ihn trotzdem auf die 1 packen. Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute die Top 10 besten deutschen Fortnite-Spieler. Das Top 10, die besten Fortnite-Spieler der Welt, kam ja mega bei euch an. Deshalb dachte ich, drehe ich einen Teil für unsere deutsche Community. Und ja, gestern kamen die Twitch Prime Skins raus und habe gestern Abend noch ein ausführliches Video dazu gedreht, wie man diese gratis und vor allem legal bekommt. Checkt ab, erster Link in der Videobeschreibung für die Leute, die den Skin unbedingt haben wollen. Und gerade läuft das heftigste Gewinnspiel auf meinem Kanal. Ich habe einfach richtig tief in die Tasche gegriffen, meine ganzen Streamer-Einnahmen vom letzten Monat genommen und 100.000 V-Bucks zu verlosen. Jeweils 10 Gewinner wird es geben, also jeder kann... Dann 10 Gewinner können dann 10.000 V-Bucks verlosen. Geht bis zum 20. Mai. Da wird es aufgelöst. Was ihr dafür tun müsst, das Video liken, kommentieren, irgendwas. Und vor allem das Wichtigste von allen, den Kanal hier kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Und wir fangen mit den Top 10 an. Ich habe 3 PlayStation-Spieler diesmal reingenommen. Und ich muss sagen, Red ist auf jeden Fall nicht von den 3 der am höchsten platzierte. An die ganzen Red-Fanboys, guckt euch das komplette Video an und hatet nicht. Und dann macht euch erstmal eine Meinung. Ja, fangen wir mit Platz 10 an. Und das ist Standard-Skill. Gut, Standard-Skill kennt man auf YouTube und war früher PC-Spieler. Hat auch ganz gut PC gespielt, muss ich sagen. Mittlerweile natürlich wird er auf PC nicht mehr so viel rasieren, weil er nämlich auf die PlayStation 4 geswitcht ist vor 1-2 Monaten. Und da muss ich sagen, rasiert er schon ganz gut. Seine Stärken sind einfach sein gutes Aim. Er hat wirklich ein richtig gutes Aim und Decision Making, kann gut auf Steps hören und die Leute lokalisieren und weiß, yo, da muss ich Highground gehen und bla bla bla. Sehr aggressiver Spieler, geht nicht auf Wins, sondern nur auf Kills und seine Schwäche ist bauen. Kann er zwar, natürlich, aber er ist jetzt nicht der beste Builder hier in der Liste, auf keinen Fall. Wenn nicht sogar mit der schlechteste, der hier bauen kann. Aber dafür ist sein Aim umso besser. Und ich denke mal, verdient er Platz 10, denn die Konkurrenz ist sehr hart. Und ja, damit kann er sich, denke ich mal, zufrieden geben. Platz Nummer 9, Hauptner von dem Kanal Die Buddies Zocken. Na gut, was soll man zu Hauptner sagen? Er ist ein solider Spieler, spielt bei Trimax-Turnieren mit, hat jetzt auch bei Ball mitgespielt, wo ich ja auch mitgemacht habe. Haben sogar eine Runde gewonnen und auch bei Trimax Turnier haben die ein, zwei Mal gewonnen. An sich kein aggressiver Spieler. Bildtechnisch baut er über dem Durchschnitt auf jeden Fall. Kann solide editieren. Gutes Aim, allein wegen 10 Jahre COD-Erfahrung hat er wirklich ein sehr gutes Aim. Muss man echt aufpassen. Bei ihm ist das eher so, er ist zwar nicht so der aggressivste Spieler, aber er ist taktisch sehr gut. Also er weiß, wie er ein Spiel, ein Game runterspielen muss, um den Sieg dann am Ende zu bekommen. Positioniert sich dann immer relativ gut. Manche Leute würden es als langweiligen Spielstil empfinden. Es ist einfach schlau, meiner Meinung nach. Beim Schachspielen nutzt er auch alle Mittel, um zu gewinnen. In dem Sinne würde ich sagen, verdienter Platz Nummer 9, Hauptner. Ja. Platz Nummer 8, Syox. Macht bei Trimax-Turnieren mit, hat eine stabile Winrate. Hat auch bei Ball mitgespielt, wo ich auch mitgespielt habe. Aber da habe ich ihn gut niedergedroschen. Ihn und seinen Mate. Kann ich mal kurz einblenden. Chef, ich schon mal da. Das ist Syox, Digga. Wo er mir das gesagt hat, ich hatte so Angst, Leute. Er sagt mir, das ist Syox, ist so scheiße, Digga. Er wird mich anal nehmen. Aber ich hab voll missbildet. Er zwar auch, aber ich auch. Holz, wir haben beide komplett reingechoked. Ich hab kein Holz. Er ist unten, Digga, glaube ich. Voll nervös war ich. Er kommt runter, ja. Boah, guck mal, wo ich mein. Ich bin auch der. Der ist bei mir. Hier. Okay, hat mich. Ich hab so Respekt von Syox. Du hast Syox geholt, Digga. Alter, du hast Syox. Komm runter. Syox, wirklich heftiger Spieler. Auch Solo-Squad-technisch. High-Kill-Gameplays, aggressiv. Wie auch. Positioniert sich auch, wie gesagt, mega gut, um die Runde dann am Ende zu gewinnen. Aggressiver Spieler. Bull-Kills. Was bei ihm auffällt, ist halt seine Tastatur. Das ist immer interessant zu sehen, wie seine Tastatur positioniert hat. Und High-Kill-Rounds. Gutes Bauen, gutes Aiming. Und spielt die Runde dann am Ende auch sauber aus. Was soll man zu ihm sagen? Ja, ist, glaube ich, der Doom-Mate von Mickey TV. Ja, in dem Sinne, auf jeden Fall verdienter Platz Nummer 8. So, Platz 7. ApoRED.
Was soll man zu Red sagen? Kennen eigentlich alle. Jeder hat mal ein Gameplay von ihm gesehen. Und aggressiver Spieler, geht auch nicht auf Wins unbedingt, aber gewinnt auch eigentlich oft. Shotgun Main, würde ich sagen. Auf jeden Fall Red, einer der auf Playzy besten Shotgun-Spieler, die ich gesehen habe. Bautechnisch, vor allem jetzt durch Baubilder Pro, auf jeden Fall auch stabil am Start. Gutes Aim allein wegen seiner jahrelangen COD-Erfahrung. Hat auch Rekorde im deutschen Raum aufgestellt, die, glaube ich, mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, gebrochen wurden. Auch so 32 Kills Solo Squad und so. Wurde, glaube ich, auch gebrochen von dem letzten PlayStation-Spieler hier in der Liste, der ganz, der noch kommen wird. Verdienter Platz Nummer 7. Und die ganzen Red-Fanboys. Ey, warum ist Red nicht Platz 2, Platz 1? Schaut euch das Video an. Ihr werdet dann Einsicht zeigen, dass er nicht der Beste auf jeden Fall ist, aber mitunter einer der Besten, zu den Besten gehört. Wie gesagt, ich mag Red wirklich. Ich kenne ihn auch privat. Ich will fair bleiben und ja, ich will jetzt nicht extra irgendwie runter schlecht reden. Ne? Platz Nummer 6, City Driver. Auch ein etwas unbekannterer Spieler, macht bei den ganzen High-Skill-Turnieren mit im deutschen Raum, hat auch eine stabile Winrate. Was soll man zu ihm sagen? Baut gut, trifft gut, trollt gerne. Auf jeden Fall eine gute Mixtur, würde ich sagen. Wie gesagt, kann, sieht man an seiner Winrate, weiß, wie er die Spiele, die Games auszuspielen hat, um zu gewinnen. Und ja, mit der Shotgun natürlich solide, allgemein ein guter Spieler. Könnt euch ja selber auch von ihm ein Bild machen. Ich verlinke, wie gesagt, alle Kanäle von den Leuten hier in der Videobeschreibung. Wie gesagt, seine Winrate sagt schon eigentlich alles über ihn aus. Ein stabiler Spieler auf jeden Fall. Platz Nummer 5, Hexaflexer. Hexaflexer, auch ein Spieler, der bei den Turnieren mitmacht. By the way, diese Turniere, die ich anspreche, da sind nur Leute drin, die eine 40%ige Plus-Winrate haben. Die organisiert ja Trimax. Und Hexaflex habe ich, glaube ich, auch einmal gegen ihn gezockt gehabt, vor ein, zwei Monaten. Hexaflexer mit einer übel stabilen Winrate, vor allem in den letzten Tagen. Jemand, der gegen mehrere Spieler auch sehr gut ist, Solo-Squad-technisch auch stabil unterwegs kann. Baut solide, wirklich, also baut solide, was sage ich mal, was für solide, der baut gut, also der baut mehr als nur gut. Weiß, wie er zu bauen hat, um nicht getroffen zu werden. Wie gesagt, kann gegen mehrere Spieler gleichzeitig easy contesten, ohne Probleme. Benutzt auch meinen Main-Skin, den ich eigentlich patentiert habe, Kappa, nein, Spaß. Und ja, auf jeden Fall ein sehr guter Spieler, kann man nichts, also wirklich ein guter Spieler, kann man einfach nichts anderes sagen. Also man kann ihn nicht schlecht reden. Klippt den jemand, Digga. Oh mein Gott, der Quickscope war nicht mehr normal. So, Platz Nummer 4. Carnifex. Auch mit einer sehr hohen Winrate dabei. Auch bei den Turnieren immer am Start. Ist so mehr bekannt für seine Sniper-Schüsse. Bautechnisch, aimtechnisch, alles wie Hexer und City Driver und die anderen. Also wirklich, nimmt sich nicht viel. Aber seine Snipe-Schüsse sind echt. Also der hat ein Gefühl dafür einfach. Der fühlt einfach die Sniper-Schüsse. Also der weiß, die Kugel wird treffen. Die wird treffen, so. Ne? Egal, wie es ausschaut, sie wird treffen. Manche Leute ist das so die Stärke. Bei mir ist so die Stärke das Bauen. Ich weiß, diese Wand, die kommt dahin und der Gegner wird mich nicht treffen. Da kann er machen, was er will. Und genauso wie bei ihm, dafür treffe ich halt einen Sniper nicht so gut wie er. Ne? Auf keinen Fall. Und warum habe ich mich mit Bob als Beispiel genommen, Alter? Ich bin voll garbage. Er, wie gesagt, snipertechnisch stabil am Start. Und ja, auf jeden Fall verdienter Platz Nummer 4. Ja, baust ja auch erstmal eine zweistöckige Base. Ja, natürlich machst du das. 3, 2, 1. Oh! Oh mein! Ah! Platz Nummer 3. Oh Gott. Top 3, Leute. Es geht los, Alter. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Platz Nummer 3. Kennen wahrscheinlich nicht so viele. Razy Hyper, ein PlayStation-Spieler. Hier auf der Platz 3 denkt ihr euch, was? Weil die meisten ja eigentlich guten Spieler, die meisten Pro-Player auf PC spielen. Ich finde, der Typ hat mich einfach überzeugt. Ich war auf seinem Kanal und bei ihm die Gameplays, also ich glaube, der hat doch Reds Rekord gebrochen. Guckt euch mal an im Hintergrund. Das sieht so aus, wenn ihr unten links dieses Kreiszeichen wegdenkt, also diese PlayStation-Steuerung, sieht das so aus, als würde der auf PC spielen. Der Typ macht Solo-Squads ohne Probleme, baut schneller als die meisten auf PC. Ich blende euch gleich auch mal ein Baubattle von ihm ein, ohne Baubilder Pro, ohne die neue Steuerung. Mit der alten, diese ganzen Clips baut er mit der alten Steuerung, meine lieben Freunde, wo man durchswitchen muss, die Wände und so. Und er baut schneller als manche auf PC, aimtechnisch.
keine Ahnung, der trifft einfach alles. Und macht euch selber ein Bild davon und dann sagt ihr mir mal in die Kommentare, Red oder er hier. Typ ist eine Maschine, wirklich. Ihr müsst euch mal ein paar Videos von dem anschauen. Ich werde aber hier ein paar einblenden, aber schaut euch mal ein paar Videos von ihm an. Der Typ ist eine Maschine. Ich würde auch gerne, ehrlich gesagt mit ihm ein Video aufnehmen, ein Duo-Video, aber ich weiß nicht, wie ich ihn erreichen soll. Ihr könnt mal seine Kommentare ein bisschen voll spammen. Jo, Petri würde mit dir ein Video aufnehmen, vielleicht reagiert er drauf. Wir mal gucken, wie der in der PC-Lobby jetzt zerfetzt. Wie gesagt, Platz 3 verdient hier. Ich blende euch mal ein kleines Baubattle von ihm ein, mit der alten Steuerung. Einfach, what the fuck. Der Typ ist einfach krass, Mann. Kann man nichts sagen. Da kann man eigentlich nicht sagen, PlayStation ist einfach oder so. Nee, der Typ ist krass, fertig. So, kommen wir zu Platz 2. Und ich denke mal, viele werden mich jetzt ein bisschen so verurteilen. Wie kannst du ihn auf Platz 2 tun und nicht auf 1? Und auch wenn ich Platz 1 nehme, andersrum, ihr wisst schon. Egal. Platz Nummer 2, Ray Zero. Ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Was soll man zu ihm sagen? Ist ein Mate von mir. Habe ein bisschen mit ihm gespielt gehabt, ein paar Mal. Hält halt den Weltrekord im Solo-Wins, also er hat 42 Solo-Wins hintereinander gewonnen, also er hält den Rekord für die höchste Win-Streak. Bautechnisch ist er einfach insane, wirklich, also der baut gut, wirklich Edits sind on fleek mit Edit-Kills, schnelles Editieren, Solo-Squad auch kein Problem, hat er auch richtig hohe Gameplays auf seinem Kanal mit 26, 28 Kills. Obwohl das eigentlich nicht so der aggressive Spieler ist. Also wirklich, muss man vorstellen, er spielt halt kaum aggressiv. Aber wenn du ihm jetzt zum Beispiel sagst, spiel aggressiv, dann spielt er aggressiv und macht 30 Kills, so wisst ihr. Wie gesagt, hält Weltrekord Winrate sein Urgroßvater 70%. Also wirklich krank. Also was soll man dazu sagen? Verdient er Platz 2. Wenn ihr euch jetzt denkt, der hat den Weltrekord im Solo-Winstreak. Der hat eine 70%ige Winrate. Du lobst ihm in den Himmel. Wer könnte Platz 1 sein? Zeige ich euch gleich, aber bevor wir zum Platz 1 kommen, natürlich, es gibt wie gesagt so viele gute Spieler im deutschen Raum. Einer davon, den man hier nennen könnte, wäre MikiTV, kennen auch mega viele. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, weil es so viele, wirklich, also es gibt schon viele gute Spieler im deutschen Raum, ich konnte mich nicht entscheiden. Tue ich ihn auf 10, dann dachte ich so, ja, ich weiß nicht, ich wollte, also hätte ich jetzt, wäre das ein Only-PC Liste wäre Mickey auf jeden Fall in den Top 10, aber ich wollte ein paar Plazies reinnehmen und da hat es dann nicht mehr gereicht. Aber ehrenhafte Erwähnung hier an Mickey, guter Mate, auch ein guter Spieler, spielt auch mega lange. Und auch Steelbree Cotito, aka Cotito Steel, Steelbree, ein guter Kollege, kenne ich seit 4 Jahren, auf Plazies, ein echtes Monster. Hat leider gerade so noch nicht gereicht, gerade so. Wie gesagt, Steel, Monster auch schnell im Bau und alles, wie gesagt. Kommen wir zu Platz Nummer 1. Viele werden mich jetzt haten, wegen dem ersten Platz, den ich jetzt erwähnen werde, weil eigentlich das nicht gerechtfertigt ist für viele, denke ich mal, aber ich werde ihn trotzdem auf die 1 packen. Apostel. Und ihr denkt euch jetzt, ich meine, jeder kennt ihn als guten Spieler, so einer der besten. Ich meine, er gehört zu den weltweit besten Spielern laut Ranking. Warum Apostel? Er ist ja nicht mal deutsch, er ist Schwede eigentlich. Aber ich dachte mir, schau, Apostel macht bei den deutschen Turnieren mit, spricht mittlerweile gut Deutsch, ist in der deutschen Community eigentlich unterwegs, seine Zuschauerschaft besteht nur aus Deutschen. Da dachte ich mir, packe ich ihn in die Deutschen. Also er gehört eigentlich zu uns, Leute. Apostel gehört zu uns. Der Typ singt Schlager, wenn er Fortnite zockt. Also komm. Apostel mit einer soliden Winrate. Zwar nicht so hoch wie von Ray Zero, aber... Jetzt habe ich ihn vermixt. Aber er trollt auch. Also wirklich... Die Winrate entsteht, ihr wisst gar nicht, wie der zockt. Also ich zock mit denen ab und zu und auch seine Videos im Hintergrund. Der zockt, der fickt so, der zerstört Solo gegen, der kann gegen 6 Spieler parallel spielen, den juckt das gar nicht. Der macht Gameplays auf seinem Kanal, der gestern hochgeladen, 27 Kill Thanos only, alle Kills mit Thanos gemacht. Oder 20 Kill Gameplay nur mit Minigun und Minischilde. Der hat nur eine Minigun, der nimmt nur eine Minigun und macht 18 Kill Gameplay ohne andere Waffen. Der Typ ist einfach eine Maschine.
würde der tryhard, der hätte dann wahrscheinlich 80% Winrate. Aber der Typ, der macht Musik in seinem, der zockt Fortnite, macht Musik so laut Schlager, dass man einfach keinen Ingame-Sound mehr hört, nimmt eine Minigun und zerfickt einfach, zerstört einfach. Den kannst du einfach alles geben, so ein Handicap. Du sagst ihm, du darfst nicht bauen, der gewinnt mit 20 Kills. Der Typ ist einfach krank drauf. Und ich hatte die Ehre, gegen ihn im Ballturnier zu bauen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. High Game, aggressiver Spieler. Trollt, finde ich, viel rum, aber stirbt halt nie. Also, gefühlt. Also, ich weiß nicht, könnt ihr ja eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und der Typ ist einfach. Der Typ ist ein Alien, wirklich. Ich habe jetzt nicht so viele Clips von ihm eingespielt, aber schaut mal bei ihm mal auf seinen Twitch-Kanal oder auf seinen YouTube-Kanal vorbei. Macht euch mal ein Bild. Der Typ ist aber krass drauf, Mann. Ohne Spaß. Okay, das war's dann mit der Top 10 besten deutschen Spieler. Schreibt mal eure Top 10 in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und dann werde ich mir diese auch durchlesen, weil jeder hat so seine eigene Meinung. Das ist so meine persönliche Meinung der besten Spieler. Ich denke mal, viele werden sich da diese Liste auch akzeptieren, weil die auch, ja, nachvollziehbar ist. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke für mehr Fortnite-Videos. Und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und ich bin so ungewohnt ohne Headset und tschüss!